Wir haben gestern darüber geredet, dass Bibellesen unser Gebetsleben erfüllt. Ich würde auch sagen, wenn man wenig Bibel liest, und ich höre das manchmal so, ja, ich bin nicht so der Bibelleser, ich bin eher so der Beter. Bibellesen vertieft und stärkt unser Gebetsleben. Unser Gebetsleben kann nicht eine gewisse Tiefe erleben ohne die Bibel, ohne den Willen Gottes, ohne die Erkenntnis Gottes. Das Wort Gottes offenbart uns, das sind Gottes Ziele für die Zukunft, für heute. Und daraus wissen wir, das sollte ich beten. Da mache ich mich mit Gottes Willen eins. Und so will ich dich auch ermutigen weiter. Das hier ist ein kleines Bibelstudium, wie in der Bibelschule so ein bisschen, über immer 10, 15 Minuten am Tag, wo wir zusammen das Wort lesen, hineingehen, mit dem Ziel, dass du selber studierst und ins Gebet gehst, mit Gott darüber redest. Gott, das habe ich heute verstanden, das habe ich heute nicht verstanden. Ich muss euch gestehen, ich verstehe nicht alles in Daniel. Ich habe viele Stunden damit verbracht. Ich habe noch nie, glaube ich, so viele Stunden mit einem Buch verbracht. Nicht mal in der Bibelschule kann ich mich erinnern, dass ich so viel Zeit verbracht habe, weil es auch Bock macht, weil es Spaß macht. Ich habe Freude dran, aber ich habe noch nicht alles verstanden. Heute will ich nur mich auf Vers 3 fokussieren, weil das Überthema ist Gebet. Und morgen werden wir in das Gebet hineingehen, die Buße von Daniel. Aber heute wollen wir nochmal darauf schauen, wie er gebetet hat. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet, mit Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Daniel kommt zu Gott und er ist im Flehen, das ist intensiv. Gott, vergib uns. Fasten. Er isst nichts über viele Tage. Sacktuch und Asche, er zieht Kleidung an, die dies zum Ausdruck bringt. Wirklich so Kleidung, die nicht sich wohlfühlt. Der hat Asche genommen, vom Feuer über sein Haupt geschmissen. Und das fühlt sich überhaupt nicht toll an. Man sieht dreckig aus. Und er betet zu Gott, er fleht inbrünstig. Gott, es tut mir so leid, es tut uns so leid, was wir getan haben. Sende uns bitte wieder heim, die Nächsten, wir wollen wieder heim. Warum macht er das? Warum machen wir das zum Beispiel nicht so oft heute? Warum sind wir eher steifer? Muss man so beten? Hört Gott das eher, wenn ich auf die Knie gehe oder wenn ich stehe? Wenn ich die Hände falte oder wenn ich die Hände hebe? Was hört Gott eher? Ich glaube, wir können das sehr leicht beantworten. Gott schaut auf das Herz. Gott schaut nicht auf deine Körperhaltung. Gott schaut nicht auf Sacktuch und Asche. Aber wem bringt das denn was im Gebet? Dir und mir. Unser Körper kann unterstützen und bestärken, was wir beten, wie wir zu Gott kommen. Unsere Haltung, zum Beispiel, es ist mir schon einige Male passiert, ich bin im Bett aufgewacht, morgens um 5, 6, 7 Uhr. Die Kinder liegen noch neben mir, Sarah liegt noch neben mir. Ich bin etwas müde und ich liege so mit meinem Kissen und bete, also auf dem Bett und schlafe irgendwann wieder ein. Und, boah, ich habe gebetet. Oder abends, das ist mir auch schon passiert, abends, dass ich gebetet habe, vielleicht sogar auf dem Bauch liegend so und bin dabei eingeschlafen. Unsere Körperhaltung macht unser Gebet nicht besser, toller, heiliger. Unsere Körperhaltung unterstützt unsere Herzenshaltung. Wenn ich mich freue, dann bin ich nicht unbedingt auf den Knien. Aber Knien in der Zeit war etwas, das verbunden war mit, wenn du zu jemand gehst, der positionell höher war als du, Knecht zu einem Herrscher oder zu deinem Führer, jemand zu seinem König, auf die Knie zu gehen, war ein Ausdruck von Unterordnung. Und man musste das damals auch tun, das war Pflicht. Aber wir tun das, Gott, ich komme auf meine Knie. Nicht, weil ich dadurch heiliger bin, aber ich selber fühle, ich bin gerade nicht hier der Chef, du bist der Chef. Ich bringe zum Ausdruck durch meinen Körper, dass mir das wichtig ist. Wir haben in Deutschland so ein bisschen diese Trennung von Körper, Seele, Geist, insbesondere im Christentum.
Wenn wir uns freuen, dann freuen wir uns innerlich. Wenn wir Gott loben, dann sollten wir ja nicht toben, wir sollten ruhig sein. Auch bei Trauer vielleicht, dann sind wir ein bisschen im Mollzustand. Aber wir sollten vielleicht auch nicht zu viel weinen in der Gemeinde, das wäre jetzt auch zu viel. Wir haben eine Trennung zwischen dem normalen Leben, wo wir uns sehr freuen, einer Geburtstagsfeier, einem Sportevent, wenn man seinen Abschluss gemacht hat, Führerschein oder sonst was, wo man sich sehr freut, wo man vielleicht sogar springt und jubelt und tanzt. Da haben wir eine Trennung und ich will uns ermutigen. Hier geht es nicht darum, dass wir vor Gott besser sind und dass Gott unser Gebet eher erhört. Wir werden verändert. Als Beispiel auch Fasten. Durch Fasten bringen wir zum Ausdruck, mir ist etwas wichtig, Gott. Das nimmt Gott wahr. Aber ist das Gebet besser, weil wir fasten? Nein, wir sind fokussierter. Wir stellen den Körper und die Seele unter den Geist, indem wir sagen, ich habe Hunger, aber ich widerstehe diesem Hunger und gehe ins Gebet. Ich habe ein Verlangen danach, gerade zu essen, aber ich gebe es Gott ab und sage, Gott, dieses Verlangen für Essen will ich verwandeln in ein Verlangen für dich. So sehr, wie ich Hunger habe, nach 2, 3, 4, 5 Tagen nicht essen, so sehr will ich dich begehren, mein Gott. So gebrauchen wir diese Reise des Fastens, dass unser Herz verändert wird, dass unser Geist, wir sind aus Körper, Seele, Geist bestehen, dass unser Geist zunimmt, indem wir sehen in der Bibel zum Beispiel auch, wir können ganz viel essen und gemütlich werden, sogar faul werden. Die Bibel spricht auch von dem, der so viel schläft, in Sprüche, von dem faulen Menschen, der nicht arbeitet, der rumliegt, der mittags aufwacht. Die Bibel spricht davon, dass es nicht gut ist, wo der Körper regiert und steuert, wie du lebst. Nochmal, ich wandte mein Angesicht zu Gott, um ihn zu suchen, mit Gebet, Flehen, Fasten, im Sacktuch und in der Asche. David sagt was Wunderbares in Psalm 51. Schlachtopfer gefallen dir nicht, ich würde diese dir sonst geben. Aus Brandopfern machst du dir auch nichts. Das war in der Zeit, wo man Opfer gebracht hat. Aber David hatte schon verstanden, neutestamentlich, es geht gar nicht um das Blut und das Fleisch. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Also hier der Schwerpunkt im Gebet ist Gott mein Herz. Und durch die Körperhaltung kann unser Herz zum Vorschein kommen. Durch die Körperhaltung, das kann unterstützen. Wir sehen in der Bibel, hebt die Hände beim Beten. Hebt die Hände beim Beten, hebt heilige Hände. Ich erlebe in wenig Gemeinden, dass man das macht. Das steht primär, die Männer sollen das machen. Ich könnte fragen, warum machen wir das nicht? Steht doch in der Bibel. Ja, muss man ja nicht. Nein, wir müssen es nicht. Es ist unter eine Unterstützung. Zum Beispiel meine Kinder, wenn sie was wollen, kommen sie, Papa, Papa, kannst du mir das geben? Und die strecken schon die Hände aus, die sind kleiner als ich und die strecken schon aus, dass ich von oben hineinlege in die Hand. Und eine Form in der Bibel ist so zu segnen zum Beispiel und so zu empfangen. Wenn ich bitte Gott so und wenn ich Gott segne so, eine ausgestreckte Hand. Das sind Sachen, die machen das Gebet nicht besser. Sie unterstützen das, was ich sage. Ich werde selber verändert, wenn mein Körper dazu beiträgt. Ich kann davon reden, Sport zu machen oder ich kann Sport machen. Und auch wie ich Sport mache. Ich kann Sport so laissez-faire machen, so nebenbei, oder ich kann intensiv Sport machen. Mein Körper hat Einfluss auch auf meine Seele. Und meine Seele, mein Geist kann Einfluss haben auf meinen Körper. Wenn ich zum Beispiel Stress habe, kann es sein, dass ich Ausschlag bekomme. Ich habe erlebt, wie Leute, die Stress haben, plötzlich Hautausschlag haben. Die Seele reagiert auf den Körper. Und so, wir sind eins und ich will uns einfach ermutigen, dass wir das nicht uns rauben lassen, in der Kirche den Körper zu trennen. Geh mal auf die Knie, probier es mal aus. Wenn du betest für etwas, ich musste das lernen, ich stehe mal kurz auf. Ich musste das lernen. Ich wollte für etwas kämpfen. Ich war so, Gott, wir wollen hier Durchbruch. Und ich habe gemerkt, ich hing immer so.
Und mein Mentor Markus sagte, steh mal gerade, wie ein Soldat. Ich habe mich richtig schwer getan, weil ich war es gewohnt, aus meiner Prägung, dieses Gebückte, dieser Zöllner im Tempel, der auf seine Brust schlägt, Gott vergib mir. Aber so wie in einem Krieg, wie in einem Angriff, gerade zu stehen, wir nehmen Land ein, Gott. Ich erlebe, wie in meiner Gemeinde Sachen kaputt gehen, in Jesu Namen, wir beten dagegen. Das hat mir geholfen, aber ich habe das, glaube ich, 4-mal versagt. Also mein Mentor sagte, steh gerade. Ich stehe gerade eine Minute wieder so. Steh gerade. Und ich glaube, erst nach dem 4. Mal habe ich überhaupt gelernt, gerade zu stehen. Weil ich es immer gewohnt war so. Immer diese demütige Haltung. So will ich dich ermutigen. Im Gebet. Lern mal zu fasten. Fasten. Fang an mit einem Tag. Dann vielleicht 2, 3 Tage. Fang an zu fasten. Und zu gucken, was verändert sich. Versuch einfach mal auf die Knie zu gehen oder Hände zu heben, zu stehen, gerade. Dies sind nicht Sachen, nochmal, die dich besser machen vor Gott. Aber mein Wunsch ist, dass unser Gebet lebendig ist und dass wir wollen verändert werden. Gebet, Reden mit Gott soll uns verändern und Gott will uns verändern. Wir sehen in der Bibel, wie Gott auch immer wieder Sachen gebraucht. Er sagt einem König, hau auf den Boden. Der haut nur 3-mal mit dem Stab auf den Boden und dann passiert nicht der volle Segen. Wir sehen einen Zusammenhang zwischen Körper und zwischen Gebetserhörungen in der Bibel. Wir sehen verschiedene Sachen, wie Leute verschiedene Sachen machen. Wie Gott sagt dem einen Propheten, der soll die Haare schneiden. Der eine die sollen verschiedene Sachen machen, die nackt rumlaufen und so, um Sachen zu zeigen. Gott gibt Aufträge mit unserem Körper auch. Und vielleicht sagt Gott dir, zum Beispiel wie Mose, er hebt die Hände im Krieg, er hebt die hoch. Und während seine Hände runtergehen, verlieren sie den Krieg. Und dann kommen 2 Männer, sie unterstützen ihn und die Arme gehen wieder hoch. Und ich will einfach dich ermutigen. Probier's mal aus. Schau mal, was verändert sich. Schreib's vielleicht auch in die Kommentare rein. Ich habe noch nie Hände gehoben. Ich habe noch nie gekniet beim Gebet. Auch liegen in der Bibel, es gibt flach auf dem Boden, komplett liegen, so vor Gott. In Buße, in Trauer, in Schmerz. Der Herr segne dich dabei in deiner Reise. Und ich bin gespannt, was Gott tun wird.